Der amerikanische Hip-Hopper Shaggy war ganz sicher ein Fan der Neufeldner Bio-Brauerei. Wieso, weshalb, warum? Das erkläre ich euch anhand dieses Bieres in den berühmten 6 Sekunden. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und wie ihr seht, konnte ich heute gar nicht drauf warten, das Bier einzuschenken. Es ist schon im Glas und ich muss aber natürlich jetzt erstmal die Preisfrage euch erklären, warum Shaggy möglicherweise ein Fan der Neufeldner Biobrauerei ist, denn es kann natürlich nur an dem heutigen Bier liegen. Er hat ja auch einen Hit gehabt, Oh Carolina, und da hat er sicher nicht von einer Frau gesungen, sondern es ging um den Carolina Wildhopfenbock. Shaggy ist ja ein ganz großer Bierfan, weiß ich. Wir treffen uns da regelmäßig beim Bier trinken und da hat er gesagt, yeah, Carolina is a very good Wildhopfenbock. Und den habt ihr heute im Adventkalender des Biertasting Club, wenn ihr die Österreich-Ausgabe habt. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich werde jetzt mal wieder ein bisschen normaler. Wir haben es zu tun mit einem waschechten Bock. Der besteht aus Wassergersten, Malz, Hopfen und Hefe. Soweit so normal. Drinnen ist die Carolina Wildhopfensorte, nach der er auch seinen Namen bekommen hat. Und das finde ich ein schönes Projekt. Denn wie oft bekommt man denn schon mal einen Bock mit Wildhopfen oder überhaupt ein Bier mit Wildhopfen, ist ja mittlerweile wirklich selten geworden. Das Ganze hat 6,9 Volumenprozent Alkohol. Über die Stammwürze schweigt man sich aus, aber da es ja ein Bock ist, sind es mal mindestens 16 Grad Plato und das ist dann, glaube ich, auch schon eine ganz anständige Hausnummer. So, ich muss jetzt hier vielleicht noch mal ein bisschen für Schaum sorgen. Zu viel geredet und damit die Optik dann auch wieder passt. Wir haben es zu tun mit einer schönen, leicht getrübten, aber kräftigen Bernsteinfarbe. So ein bisschen ein oranger Einschlag mit drin. Und dann hier nach meinem nachträglichen Einschenken 3 Finger breit eines, gerade noch so weißen Schaums, aber schön fein, schöne, cremige, sahnige Schaumkrone obendrauf. Es ist schon einigermaßen trüb im Glas, aber man sieht ein bisschen Kohlensäure aufsteigen. Also da ist schon einiges geboten in der Nase. Wollen wir jetzt mal schauen, was da geboten wird. Oh, das ist eine schöne Karamellnote. Richtig schön kräuteriger Hopfen. Und das lässt schon ein bisschen vermuten. Auch die Farbe natürlich. Hier geht es gleich ein bisschen malzig zu. Das werden wir jetzt rausfinden. Cheers. Und was die Nase nur so ein bisschen hat erahnen lassen, bam, das kommt dann im ersten Schluck. Richtig schöner, kräftiger Malzkörper mit dabei. Eine richtig schöne Basis für einen Bock. Braucht ja ein bisschen Wumms, braucht ja ein bisschen Malz da mit dabei. Schöner, kräutriger Hopfen. Eine leichte Süße mit am Start, die natürlich auch über das Malz reinkommt. Aber es ist wirklich schön in Balance. 6,9 Volumenprozent Alkohol. Man merkt den Alkohol, finde ich, ein bisschen. Obwohl es jetzt nicht übertrieben wird, also er wird nicht, aggressiv, aber man merkt schon, da ist so ein bisschen mehr Alkohol als normal mit drin. Und das hält ja dann auch ein bisschen ab davon, so ein Bier zur Erfrischung zu trinken, denn wir genießen ja heute Abend und ich bin mir ziemlich sicher, ihr macht das auch. Habt dieses Bier ein bisschen früher aus dem Kühlschrank rausgeholt und lasst es ein bisschen wärmen, dann kommen noch mehr von gerade diesen malzigen Aromen raus und da haben wir dann, glaube ich, alle viel mehr Spaß dran. Von der Bittere her würde ich sagen, sind wir ein bisschen zurückhaltend, aber trotzdem ein schöner, kräutriger Hopfen, auch da, wie gesagt, im Trunk drin, aber wenig Herbe, das ist dann schön wegbalanciert und auch die Bittere sehr zurückhaltend, leichter, würziger Nachklang, alles wunderfein, genau. Angenehmer mittlerer Körper, Kohlensäure, wie ich schon gesagt habe, eher ein bisschen dezenter, aber dafür schön cremig, leicht ölig in der Textur und hinten, da klingt das Bier dann mit einem erstmal sehr malzigen, karamelligen Nachklang aus und hinten nach blitzt dann nochmal so ein bisschen leicht die Bittere auf, kommt so eine ganz dezente Frucht nochmal mit rein und gibt diesem Bier dann eben auch diesen würdevollen Ausgang, den ein Bock definitiv verdient. Ich muss sagen, ein sehr, sehr schönes Bier, noch nie getrunken und Shaggy hätte mein alter Kumpel Shaggy, wir treffen uns ja, wie gesagt, regelmäßig auf ein Bier. Nächstes Mal werde ich wieder sagen, hey Shaggy, what about you, the Carolina? Trinken wir eine Bier? Und er wird sich ja sagen, was hast du denn dafür gegeben? Und dann muss ich jetzt überlegen. Und ich glaube, es waren beim Biertasting Club Adventkalender am 20. Dezember, da waren es 4 von 5 möglichen Punkten, die ich da gegeben habe. Und damit er sagen, hey Carolina,
Das war ein guter Bock. Dann soll es für heute gewesen sein und ich verspreche euch, morgen wird es wieder ganz seriös und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, Baba, Servus, Prost und nicht vergessen, hier noch ein Abo zu lösen, wenn ihr noch keins habt. Ahoi, Cheers.